Millionen EM-Bestandsrentner, hinterbliebenen Rentner und Altersrentner warten auf den EM-Rentenzuschlag ab Juli 2024. Wie berechnet sich jetzt eigentlich dieser Zuschlag, nachdem es die Probleme mit der Rentenversicherung gegeben hat? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich habe es ja schon im vorangegangenen Video erläutert, wo es um die Frage des Zahlungstermins geht für den Extrarentenzuschlag. Wir bekommen ganz, ganz viele Anfragen, viele Mail-Antworten, viele Mail-Anfragen zum Thema, wann wird der Zuschlag berechnet? Wie berechnet sich der Zuschlag? Berechnet sich der Zuschlag vor der Rentenerhöhung oder nach der Rentenerhöhung? Herr Knöppel, können Sie da mal ein Video drehen? Meine Damen und Herren, jetzt drehe ich mal ein Video oder jetzt erkläre ich Ihnen ganz kurz anhand auch eines einfachen, simplen Beispiels, wie sich der Zuschlag tatsächlich berechnet. Meine Damen und Herren, ab Juli 2024 ist es ja nun endlich soweit, da soll es ja diesen Extrarentenzuschlag geben. Und die Höhe des Zuschlags wird ermittelt, indem der Zahlbetrag der Rente, also nicht die Bruttorente, sondern der Zahlbetrag der Rente, also das ist der Betrag, der auf Ihr Konto überwiesen wird, entweder mit 7,5 oder 4,5% erhöht wird. Und zwar geschieht das nach der Anpassung der Rente zum 1. Juli 2024. Welcher Faktor dann bei Ihnen im Einzelnen angewandt wird, das hängt vom Beginn Ihrer Rente ab, die den Anspruch ja begründet. Also 7,5% mehr gibt es immer dann, wenn die Renten in der Zeit von 2001 bis Juni 2014 begonnen haben. 4,5% gibt es mehr an Zuschlag, wenn die Renten ab dem Juli 2014 bis Dezember 2018 begonnen haben. Die individuelle Berechnung ist natürlich abhängig vom persönlichen Krankenversicherungsverhältnis. Wer also zum Beispiel privat krankenversichert ist, der bekommt auf seine Bruttorente den Zuschlag ausgezahlt. Aber das ist jetzt mal ein anderes Thema. So, und wie sieht es jetzt in der Beispielsrechnung aus? Es ist relativ einfach, meine Damen und Herren. Grundlage für die Berechnung des Zuschlags ist der Zahlbetrag der Rente. Das hatte ich Ihnen ja schon gesagt. Und zwar, dieser ändert sich ja in der Nacht vom 30.06. zum 1.07.2024. Jetzt werden Sie fragen, warum? Na logisch, weil es eine Rentenerhöhung gegeben hat. So, die Rentenanpassung wird bei der Berechnung des Zuschlags mit berücksichtigt. Man macht sich's doch nicht schwieriger, als man es machen könnte. Also, nehmen wir mal Folgendes an. Ihre Rente hat im Juli 2024 956,25 € betragen, Auszahlungsbetrag, dann erhöht sie sich im Rahmen der Rentenanpassung um 4,57% auf genau 1.000 Euro. Das sind genau 1.000 Euro. So, der Zuschlag wird auf Grundlage dieser 1.000 Euro, dieser erhöhten Rente, ja, durch die Rentenanpassung erhöhte Rente, dann berechnet. Entweder Sie bekommen 4,5%, dann haben Sie 45 Euro mehr, also 1045 Euro, oder Sie bekommen 7,5%, dann haben Sie 75 Euro mehr, dann bekommen Sie 1075 Euro ausgezahlt. So, meine Damen und Herren. Aber ich hatte es ja auch schon in dem anderen Video gesagt, die 45 Euro und die 75 Euro Auszahlungsbetrag, die kommen immer zwischen dem 10. Juli und dem 20. Juli. Die werden extra gezahlt und zwar mit der Abkürzung auf Ihrem oder mit der Bezeichnung auf in Ihrem Konto bitte reingucken. Rentenzuschlag, da bitte reingucken. So, und jetzt wissen Sie also, dass der Rentenzuschlag sich berechnet aufgrund der erhöhten Rente. Das heißt also, erst wird die Bruttorente erhöht mit der Rentenerhöhung. Dann werden Krankenversicherungsbeiträge abgezogen und von der Nettorente wird dann auf die Nettorente, also auf den Auszahlungsbetrag, das, was Sie monatlich überwiesen bekommen, wird dann der Zuschlag on top obendrauf gerechnet. Weil es, wie Sie ja wissen, die Probleme mit der Rentenversicherung gegeben hat. Die waren ja aus personellen Gründen, aus technischen Gründen, aus Softwaregründen nicht in der Lage, dieses gesamte Problem der Berechnung und der Umsetzung in einem Rentenbescheid bis zum 30.06.2024 abzuwickeln. Und deshalb haben Sie nochmal eine Übergangsfrist bekommen. Bis zum 1.12.2025 muss das Problem geklärt werden. Und bis dahin bekommen Sie in einer Übergangsphase diesen Rentenzuschlag als extra gesonderte Berechnung und als Zuschlag netto ausgezahlt. So, meine Damen und Herren, so einfach geht's.
Das soll es gewesen sein vom Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.